Heute gibt es Food News aus Aldi, Lidl und Co. Was gibt's Neues in den Läden? Und wie schmeckt das Ganze? Genau das und noch mehr seht ihr in diesem Video. Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Dieses Mal habe ich mich intensiver im Aldi und Netto umgeschaut. Mir sind sehr, sehr viele neue Produkte ins Auge gefallen. Ich glaube diesmal mehr Schokotafeln als alles andere. Und was genau diesen Monat neu auf den Markt gekommen ist, das zeige ich am besten mit dem ersten Produkt. Denn ich bin ultra excited. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, das zu probieren. Auch wenn ich gerade noch nicht genau weiß, was das ist. Nice. Das sollen Kaubonbons mit Fruchtgeschmack sein, gefüllt mit saurem Pulver. Und das Packaging sieht einfach ultra nice aus. Sind auch noch mega bunt. Also wir haben hier ein blaues, das soll Raspberry sein, also Himbeere. Dann haben wir hier Cola, ja, hätten auch ruhig ein paar mehr sein können, oder? Dann haben wir wieder ein pinkes Wassermelonengeschmack. Lemon und Apfel. Ich denke, ich probiere entweder Wassermelone oder Himbeere. Ene, mene, meck. Und du bist weg. Nein, ich nehme trotzdem Himbeere. Wow, das ist sogar so blau. Wo ist das saure Puder? Ich glaube, da drin versteckt sich ein bisschen was, aber so viel ist das nicht. Also sauer war das jetzt nicht. Ich glaube, ich probiere. Tschüss. Ich glaube, ich probiere doch einmal den Apfel, weil da muss ich irgendwie ein bisschen an, wie heißen die denn jetzt? Diese Kaugummis mit dem sauren Puder drin. Center Shocks. Daran muss ich nämlich gerade dabei denken. Ja, also Apfel ist ein bisschen säuerlicher, aber that's it. Die Verpackung, muss ich sagen, hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Man kennt den Geschmack eigentlich schon von anderen Kaubonbons, von daher... Die billigere Variante tut mindestens genauso viel. Machen wir weiter mit den Cookie Bros. Das ist ein Schokoladenriegel mit Keksteigfüllung. Habt ihr schon mal den Keksteig zum Löffeln probiert? Ganz genau. Ich nicht. Deswegen habe ich auch gar keine Ahnung, wie das schmecken soll. Vielleicht aber so ähnlich, als wenn ich den Geschmack unterscheiden könnte. Die Cookie Bros haben sogar eine TikTok- und Instagram-Seite. Ich glaube, die Nährwertangaben hätte ich mir besser nicht anschauen sollen. I'll have to ask my accountant about that. Pro 100 Gramm, jetzt haltet euch mal fest, hat das Ganze 465 Kalorien. Ja. Ich würde sagen, das ist eine vollwertige Mahlzeit, ne? Und Fun Fact, es ist hergestellt für Sugar Daddies GmbH. Da sind zwei solcher kleinen Riegel drin. Ich habe gerade einen komplett neuen Geschmack in meinem Mund. Okay, also, ich glaube, ich kann es ungefähr beschreiben. Hier sind in der Schokolade noch so Knusperdinger drin und... Dieser Keksteig, der hier drin ist, wie soll ich sagen, wenn man den backen würde, dann wären das, nehmt es mir nicht übel, aber das wären dann so bröselige, trockene Kekse. Also ich kann es verstehen, wieso das nicht gebacken wurde und nur mit Schokolade umhüllt. Auch wenn ich den Keksteig zum Löffeln noch nie probiert habe, glaube ich trotzdem, dass der besser ist. Was nehmen wir als nächstes? Ich würde sagen, das, was ich noch in letzter Sekunde klauen konnte, also ich meine von meiner Family, denn das ist das einzige Produkt, was innerhalb von 2 Tagen nach dem Kauf komplett leer ist. Knoppers. Morgens 9:30 in Deutschland. Knoppers,
Das Frühstückchen. Und diese Waffelschnitte von Knoppers gibt's jetzt auch in Erdnussgeschmack. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das gab es vorher nicht. Ich kenne bis dato immer nur die normalen. Deswegen machen wir jetzt einen Taste-Test. Naja, was soll ich sagen? Sieht halt ganz normal aus, ne? Man schmeckt die Erdnuss extrem raus. Also, das ist nicht nur ein Fake. Aber irgendwie gefällt mir das Normale davon besser. Ich weiß nicht warum. Denn die Riegel, naja, da sind die anderen besser. Aber bei der Waffelschnitte ist das Normale besser. Meiner Meinung nach. Wenn ihr das anders seht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Die nächste Marke kennt von euch auch schon jeder. Und zwar ist das Merci. Und die haben neue Pralinen rausgebracht, die Lovelies, in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, sage ich mal. Einmal das mit der weißen Schokolade, dann Vollmilch und Zartbitterschokolade, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe mich hier für die mit der weißen Schokolade entschieden. Und die hat vier verschiedene Sorten. Einmal Cappuccino-Creme, dann die weiße Creme, Stracciatella und weiße Mandel. Wie das bei den anderen beiden aussieht, also bei Zartbitter und bei der Vollmilch, kann ich euch hier vielleicht ein Bild dazu einblenden. Und ihr entscheidet dann einfach selber, was euch am meisten anspricht. Wir öffnen mal erstmal diese Verpackung hier. Diese, als hätte ich noch die anderen hier. Boom! So, was möchte ich denn probieren? Weiße Mandel würde ich am liebsten probieren. Das müsste aber nicht das sein. Das ist, glaube ich, Cappuccino. Oh, das steht sogar hier drauf. Hoppala. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Weiße Mandel. Ja, auch nicht so viel da drin, muss ich sagen, ne? Die ruhig ein bisschen voller machen können. Nice. Das ist echt gut. Ich glaube, ich probiere noch eins. Weiße Creme, ich glaube, das schmeckt ungefähr genauso. Obwohl, die hätten auch bei der weißen Mandel einfach weiße Creme draufschreiben können. Ich glaube, ich hätte das eh nicht unterscheiden können. Eine Mandel habe ich da jetzt nicht rausgeschmeckt. Aber es war lecker. Obwohl, ich glaube, zum Vergleich mache ich wirklich mal die weiße Creme. Einfach, weil es mich jetzt interessiert. Und weil ich es kann. Ja, tatsächlich schmeckt das für mich irgendwie gleich. Bei der weißen Mandel war einfach nur in der Schokolade, glaube ich, ein paar Mandelstückchen drin. Ja, und hier halt nicht. That's all. Ansonsten, eine gute Kreation müsst ihr unbedingt mal probieren. Kann ich nur weiterempfehlen. Aber da es ja noch nicht genug war von Pralinen, habe ich hier noch von der Eigenmarke von Aldi, von, ebenfalls Pralinen. Ich glaube, das könnte auch irgendwie so eine Original versus Fake-Ding sein. Auf jeden Fall ist das eine neue Sommerkollektion in den Geschmacksrichtungen Erdbeere, Kokos und Mango. Alles drei geile Früchte. Ja, Kokos ist jetzt einfach auch mal eine Frucht, okay. So, meine Sommer-Creation. Kokosnuss, Erdbeere oder Mango? Mich spricht die Mango gerade irgendwie an. Probieren wir das mal. Achso, das Packaging ist übrigens meiner Meinung nach auch richtig lecker, lecker. Wow! Ich glaube, das wird in der gleichen Fabrik produziert. Die sehen einfach haargenau aus wie die von Merci. Einen Moment. Einmal zum Vergleich. A few moments later. Also, erstmal die Verpackung, ne? das ist einfach zu auffällig. Und dann die Kugeln. Die hier ist die von Merci und das ist die von Mimosa Rot. Also, ich glaube, es gibt ein neues Dupe-Produkt. Interessanterweise beides zur gleichen Zeit neu auf dem Markt. Okay. Gucken wir jetzt mal, wie die Mango schmeckt. Ich muss sagen, die Schokolade schmeckt einfach haargenau gleich. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist wirklich die Füllung. Und da muss ich sagen, finde ich die viel besser. Auch wenn das andere schon richtig genial war, ne? Aber allein, weil das eine Fruchtfüllung ist, ist das irgendwie viel angenehmer zu essen. Waldstraße 27 aus Berlin. Es wird in der gleichen
Fabrik produziert. Also falls ihr das auch noch nicht wusstet, bin ich nicht die Einzige, die hier überrascht ist. Oder eigentlich auch nicht überrascht, weil das ist halt wirklich, ja, eigentlich 1:1 das gleiche Produkt, bis auf die Füllung natürlich, ne? Also das Einzige, wofür ihr euch beim Kauf dann quasi entscheiden müsst, ist, auf welche Füllung ihr mehr Bock habt. Es ist die gleiche Schokolade. So, jetzt habe ich aber genug vernascht. Fürs Erste. Zufälligerweise, was mir erst zu Hause klar geworden ist, ist, dass Volvic eine neue Teesorte rausgebracht hat. Und zwar Wassermelone. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, Wassermelone-Zero gab es auch schon vorher. Aber ich sage, es war kein Tee. Das ist neu. Und ich habe mir das für diesen Moment aufgespart, um es jetzt zusammen mit euch zu probieren. Und zwar soll das eigentlich ein Schwarztee sein mit Wassermelonengeschmack. Und ich bin jetzt nämlich gespannt, ob das auch genauso künstlich schmeckt wie das normale Wasser mit der Melone. Hallo Melone? Ich schmecke dich nicht raus. Also an meinem Glas könnt ihr sehen, es war schön erfrischend. Aber ich muss sagen, die Melone schmeckt man nur ganz bisschen raus. Am meisten schmeckt man den Schwarztee hier raus. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch besser so, weil es schmeckt sonst, glaube ich, zu künstlich nach Wassermelone. Deshalb denke ich, ist das eine sehr gute Wahl gewesen. Und ja, wenn ich ehrlich bin, finde ich gut. Bei den anderen Sorten ist das, denke ich, nicht viel anders, ne? Machen wir weiter mit einer Erdbeerkreation. Wer die Milchmäuse nicht kennt, würde ich sagen, hat jetzt erstmal Pech gehabt. I'm sorry. Und zwar ist das eine Limited Edition. Oder ich sollte vielleicht sagen Limited Aldition. Aldi hat eine Creation herausgebracht mit diesen Milchmäusen. Und auf den ersten Blick muss ich sagen, hier bei den weißen sieht man auch schon schön die kleinen Erdbeerstücke. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Oh mein Gott, das sieht so befriedigend aus, ne? Boah, schaut euch das geile Ding mal an, ey. Das riecht. Boah, das riecht wirklich nach diesen Milchmäusen. Boah, ich habe jetzt keinen Löffel. Ich bin jetzt aber auch gerade zu faul, um aufzustehen. Ich glaube, das auf dem Brot, ne? Boah, der Burner, ey. Ich finde das so geil, dass da so viel weiße Schokolade ist. Ich wollte als Kind immer bei diesem Schokoduo nur die weiße Schokolade immer rausfiltern. Hat mega gut geklappt. Und hier hat man einfach die Möglichkeit, einfach die komplette weiße Schokolade zu nehmen und die Vollmilchschokolade einfach links liegen zu lassen. Vielleicht interessant zu wissen, ob das wirklich nach Milchmäusen schmeckt. Ja, das schmeckt nach Milchmäusen. So, und hiermit machen wir weiter mit ich würde sagen, Schokolade Nummer 1. Mimosa Rot. Und zwar natürlich wieder eine Sommer-Edition. Und da habe ich mich für die Geschmacksrichtung Rhabarber Crumble entschieden. Und ich sehe gerade, das kann man gekühlt essen. Beziehungsweise gekühlt soll das noch besser schmecken. Ja, beim nächsten Mal würde ich dann sagen. Oh, das ist geil. Das ist typisch Mosa-Rot, ne? Diese einzelnen Täfelchen. Finde ich aber mega praktisch. Dann probieren wir mal unseren Rhabarber-Crumble. Finde ich sehr, sehr hübsch, ne? Also, obwohl das eine billige Schokolade ist, es ist halt einfach nur für die normale Gesellschaft produziert, aber es ist die gleiche Schokolade wie von Merci. Und ja, probieren wir das einfach mal. Boah, ich muss sagen, irgendwie ist das geil. Und ich glaube, wenn man das in den Kühlschrank packt, mega. Und wir machen jetzt einfach mal weiter mit einer weiteren Mosa-Rot-Kreation. Und zwar Bio Organic Raspberry. Eine Bio-Bitterschokolade mit Himbeeren. Ich muss sagen, die Verpackung sieht einfach wieder mal so fancy aus. Schauen wir mal, wie die Bitterschokolade schmeckt.
Es tut mir leid, ich habe das jetzt einfach so aufgerissen, ne? Aber schaut euch mal diese geile Schokoladentafel an. So hübsch, ne? Schreibt mir auch jetzt gerne in die Kommentare, ob ihr ein Bitterschokoladen-Fan seid oder nicht. Das würde mich echt mal interessieren. Und ich sehe hier gerade auch schon das erste Himbeerstückchen. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich muss sagen, das Ganze ist ja hier schon recht fancy aufgebaut. Die Schokolade an sich schmeckt auch eigentlich nicht schlecht. Aber ich finde, die haben bessere Kreationen. Mein persönlicher Favorit ist das mit den, ich glaube, das waren Cranberries. Also wenn ihr auf dunkle Schokolade steht, dann auf jeden Fall das mal ausprobieren. Ach so, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist mit der Himbeere? Ja, nee, die habe ich leider nicht rausgeschmeckt. Auch wenn man die gesehen hat. Machen wir mit einer weiteren Schokoladentafel weiter. Und zwar von Cher. Do you believe in life after love? Eine Pralinen-Milchschokolade aus der Schweiz. Dein Kauf tut Gutes. Wir glauben, dass Teilen glücklich macht. Deswegen spendest du mit jeder von dir gekauften Schokolade eine Mahlzeit an einen Menschen in Not. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Dass man nur mit einer Tafel Schokolade jemanden in Not helfen kann. Eine super klasse Initiative. Ja, sieht nur aus wie normale Schokolade. Ja, ich muss sagen, das Konzept gefällt mir viel mehr als die Schokolade. Ja, es schmeckt nach diesen Pralinen. Ja, aber ansonsten kann man nicht viel mehr dazu sagen, ne? Eine sehr süße, pralinige Schokolade. Bevor ich das vergesse, ich habe noch eine weitere Schokolade. Aber nicht irgendeine. Moment. Und zwar eine aus dem Eisfach. Gibt es in mehreren Sorten. Ich habe mich hier für Eisschokolade entschieden, weil es die Sorte des Jahres sein soll. Auch wenn es ein neues Produkt ist. Ich glaube, das wird sehr, sehr süß. Auch wenn es aus dem Eisschrank kommt. Aber wir probieren das Ganze natürlich trotzdem. Ich glaube, das war ein bisschen zu lange da drin. Okay, also es ist eine weiße Schokolade mit cremiger Schokoladencreme-Füllung. Achso, natürlich ist das von Lindt. Taste Test. Also zuallererst, es schmeckt nicht so süß, wie ich dachte. Es schmeckt aber sehr, sehr stark nach dieser Eisschokolade. Ich weiß nicht. Könnte sein, dass so ein Bananensplit oder Buttermilch-Limette ein bisschen frischer ist und dementsprechend auch besser im Geschmack. Aber so schmeckt das einfach, weiß ich nicht. Ja, ich würde schon fast sagen, langweilig. Das ist, glaube ich, bis jetzt das erste Mal, dass mich eine Schokolade von Lindt nicht überzeugt hat. Okay. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Produkt. Und zwar ein Eis von Kinderschokolade. Einfach mal ein Eis. Niemand kann mir erzählen, dass er oder sie Kinderschokolade nicht mag. Wieso sieht das aus wie eine Träne? Ich glaube, das soll dieses Männchen hier darstellen mit dem Hut. Aber dann fehlt das Gesicht dazu. Egal, genug gequatscht. Ich will das jetzt probieren. Kinderschokolade hat einfach gedacht, machen wir jetzt einfach mal ein Eis draus. Und es wird auch noch gut. Das ist halt dieses typische Kinderschokolade, ne? Haben wir einfach zwei Sorten Schokolade draufgepackt. Hauptsache, es schmeckt nach der Kinderschokolade, die wir alle kennen, ne? Obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich nicht jedermanns Sache ist. Es schmeckt zwar nach dieser typischen Kinderschokolade, aber es schmeckt auch genauso süß wie diese typische Kinderschokolade. Und doch denke ich, dass man sich im Sommer vielleicht für andere Sorten entscheiden würde. Wer das aber noch nicht ausprobiert hat, der sollte das mal machen. Und dann schreibt ihr mir, ob ihr genau der gleichen Meinung seid wie ich. Gerne könnt ihr mir da auch auf Instagram schreiben. Egal wo, ich freue mich über jeden Kommentar und auch über jeden neuen Abonnenten. Deshalb, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Abo, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schau dir auch gerne dieses Video von mir an. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.